Schreibe ich Niere mit IE oder Y? Mit IE. Leute, die Grafikmenschen von Fischkopf Creative haben uns den Würfel fürs Festival Tier geschickt. Mmh! Ah, geil! Ich check ihm die nicht so ganz, wieso, dass man unbedingt das Festival Tier braucht. Branding, Feelings, Identifikation. So ein Tier kann das ganze Festival verkörpern. Das ist super. Ey, das funktioniert auch so geil, gell? Die hat Lizia doch diesen krassen Säbelzahntiger, der gerade dieses Baby-Mammut. Das war so nice. Das war überall, gell? Auf jedem Aufhänger, auf den Karten, auf den Bechern, Poster. Überall war dieses Viech. Das war so nice, weil das ist wie so, du hast so ein eigenes Wappentier. Naja, mega. Ja, wir wissen ja, wo uns das letztes Jahr hingeführt hat mit dem Schieß Säbelzahntiger. Ja, wir müssen die Tiere vielleicht irgendwie anders denken. So, keine Ahnung, wie die chinesischen Sterntier. Tierkreiszeichen. Ja, whatever. Mit dem Tier fällt die ganze Wahrnehmung, die ganze Identifikation vom Festival, der ganze Vibe kommt einfach von dem Tier. Ja. Geil, 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 geil. Vibe, ja. Okay, Vorschlag 1. Ein Axolotl. Was ist denn das für einer? Ist das ein Pokémon oder wie? Hä? Hä? Das habe ich noch nie gesehen. Axel Glockel. What the heck? Ja, ich bin tierlieb. Ich bin wahnsinnig tierlieb, ist klar. Also mein erstes Haustier war ein Kanarienvogel. Der hieß Campino, wirklich real talk, Campino. Und meine Schwester, die hatte auch einen und die hieß Blümchen. Und Campino und Blümchen, die hat so eine wunderbare Freundschaft da in ihrem Käfig. Und ja, und dann waren wir irgendwie in Italien mit meinen Großeltern, sind daheim angekommen, gell? Und dann war Campino tot. Blümchen hat ihn überlebt. Seitdem bin ich Tierschützer von ganzem Herzen. Ja. Der Axolotl ist ein aquatil lebender mexikanischer Schwanzloch. Hör auf, ich kann nicht mehr, Schwanzloch, ich guck da den Dinger mal. Ja, nein, das ist geil, das ist irgendwie Internetkultur, das ist Meme-Kultur, das ist Gaming-Kultur, das ist irgendwie Axolotl ist ein Minecraft und irgendwie Animal Crossing und ist geil. Sorry, aber wir sind doch nicht auf der Gamescom. Ja, so nach einem langen Tag irgendwie Consulting, da lege ich mich ab und an einfach ins Bett und spiele halt Animal Crossing. Und da gibt's ja auch einen Axolotl, Dr. Shrunk heißt das. Und Dr. Shrunk schenkt dem Spieler, der Spielerin halt die Fähigkeit, Emotionen auszudrücken. Und das finde ich super irgendwie, das Axolotl. Und ich denke mir dann immer, ich will auch ein bisschen so sein wie Dr. Shrunk aus Animal Crossing, weil an einem Festival, da will ich ja auch den BesucherInnen Emotionen schenken. Nee, das können wir nicht. Das können wir nicht bringen. Ich meine, willst du auf ein Festival, wo du dich mit einem Schwanzloch identifizieren musst? Das geht nicht. Das geht nicht. Nee. No way. Das ist kein Rock'n'Roll. Ja, okay. Schauen wir uns doch Vorschlag 2 an. Was haltet ihr von einem T-Rex? Oh, egal. Das ist doch perfekt. Da gibt's auch diese mega Kollega-Line. Wie ging denn die nochmal? Und das ist doch wieder genau der gleiche Steinzeit-Predator-Bullshit-Vibe. Du bist wie ein T-Rex, großes Maul, aber kein Bizeps. Ja, und außerdem sind doch Dinos irgendwie auch so ein bisschen fest 90s. Vielleicht brauchen wir etwas, was irgendwie
keine Ahnung, mehr bei den Leuten in der Region ist, auch ein bisschen bodenständiger. Zum Beispiel Vorschlag Nummer 3. Ein Bulle. Ja, ich habe auch schon ein bisschen ausgelutscht, wenn du mich fragst. Ich dachte ja kurz, du meinst einen Polizist. Bulle. Und irgendwie ist es halt da sehr stereotypisch männlich. Ja, also genau genommen ist das ein Ochse. Und ich weiß nicht, ob man es sieht, aber sie haben geschrieben, er sei kastriert. Ja, aber... Also dann halt auch wieder so ein bisschen so ein leichtes Schwanzlurch-Feeling, oder? What? Sorry, aber es gibt einfach safe komische Testo-Vibes, wenn man die ganze Zeit von einer hyperaggressiven Ochsenbulle irgendetwas angestarrt wird. Leute, jetzt hab ich's. Wir wollen's regional, aber nicht so männlich. Ist doch easy. Dann nehmen wir einfach eine Kuh. Und das Beste, die Kuh ist so eins der wenigen Tiere, wo du gleich so siehst, dass sie halt, also dass sie halt eine Frau ist, weil... Ja, also Feminismus ist für mich, das ist für mich das Wichtigste. Das ist so ein Teil von mir. Und da dachte ich, ja, die Idee mit der Kuh, gell, das ist die Kuh, ich verstehe die als eine Art von Female Icon, oder? Die hat so ein Selbstvertrauen da, so die da auf der Weide. Das ist doch wahnsinnig. Ich dachte, das ist perfekt. Aber irgendwie schaffe ich es nicht so richtig, mich auszudrücken. Ich finde, man muss einfach aufpassen mit den Tieren. Dort steht da immer irgendeine Symbolik dahinter. Es gibt ja nicht genug Queens im Tierreich. Und dann nimmt man ausgerechnet die Kuh. Und ich meine, Kuh steht prima für Mutterschaft und für Ausbeutung, jetzt in Bezug auf die Milchindustrie zum Beispiel. Und dann finde ich es ein bisschen schwierig, weil das irgendwie nicht die Themen sind, die mit unserem Festival resonieren. Also ich hoffe, ich drehe da jetzt niemand auf die Füße, aber im Tierreich ist es schon oft so, dass so die Männer halt so ein bisschen schöner sind als die Frauen, wie zum Beispiel beim Pfau. Zum Beispiel Spinnen, da sind die Weibchen immer stärker als die Männchen und sehen besser aus. Manchmal fressen sie so. Oder die Gottesanbeterin zum Beispiel, ja, oh, ist eine fucking Queen einfach. Auch ein bisschen brutal, aber es ist eine Queen. Es gibt ja also schon Alternativen. Oder zum Beispiel Seepferd. Seepferd, dort tragen die Männchen die Kinder aus und nicht die Weibchen. Also es funktioniert ja, auch anders. Oder Pinguine, die auf die frisch geschlüpften aufpassen, während die Girls eben den Geilen haben. Ja, also nein, so kommen wir nicht weiter. Also, was sind unsere Learnings bisher? Also wir brauchen irgendwie ein Tier, das popkulturell aufgeladen ist. Wir haben gesagt, es sollte irgendwie hier so in der Region verwurzelt sein. Also so Identifikationsfaktor, oder? Irgendwie so. Ja. Und vielleicht etwas, was nicht jetzt als stereotypisch oder sogar toxisch männlich könnte gelesen werden. Ich meine, Bilder, Metaphern, so schaffen halt Realitäten. Ich hab's. Frosch. Ein Frosch. Frösche. Das ist es, Leute. Das ist es. 1000-prozentig. Frösche sind grün und klein und springen und sind süß und jeder liebt Frösche. Frösche. Quack, quack. Alter, perfekt. Und das sind praktisch deutsche Axolotls. Und die Weibli trägt Mändli. Und Crazy Frog. Memes. Oh. Pepe the Frog. Wer? Das wappert ja von der identitären Bewegung. Rassistisches Hasssymbol. Das ist richtig uncool. Fuck! Die nehmen uns alles weg! Nix Schönes kann's mir für, kann man mehr haben, ohne Witz. Und ich fucking Drecksnazis, echt. Ja, okay, wisst ihr was? Wir nehmen eine Kröte. Fertig. Aus. Quack!